Deswegen bin ich jetzt Badehoseathlet, weil ich so wenig Schlaf hatte. Einen täglichen Schlitzformationsformcheck, einen posierenden Schlitz mit 5 Kilo Reis in der Hand, ein massives Paket von meinem Sponsor. Das schaut für die meisten von euch nicht wie Arbeit aus. Das ist eine philippinische Klebereis-Süßspeise. Amana Kuim. Tag 2 ist angebrochen. Nun habe ich über 9 Stunden geschlafen und ich fühle mich wahnsinnig gut. Weil mein Schlaf war die letzten 6, 7, 8, eigentlich das gesamte Jahr 2022 bis 2023 bei 4 bis 5 Stunden die Nacht. Also ab und zu waren da auch 2, 3 Stunden dabei, aber so im Durchschnitt 4, 5 Stunden meistens. Was ziemlich kacke ist, aber du, es ging ja trotzdem ein bisschen was, aber ich würde gerne wissen, was noch gegangen wäre, hätte ich 8 bis 9 Stunden Schlaf am Tag gehabt, was ja optimal für einen Bodybuilder ist. Nicht für einen Badehosenathleten, aber deswegen bin ich jetzt Badehosenathlet, weil ich so wenig Schlaf hatte. Fazit zum gestrigen Tag mit den ganzen Kohlenhydraten habt ihr ja gesehen, war ich am Ende des Tages etwas schockiert, dass jede einzelne Ader von meinem Körper verschwunden ist. Am Ende habe ich mir zusammengerechnet, habe ich 15 bis 17 Gramm Salz zu mir genommen. Heute werde ich mal 10 Gramm Salz probieren. Das werde ich alles abwiegen und dann sehen wir, ob ich immer noch so weiß, wie ich bin. Jetzt lege ich mal den Kaffee fertig, lege ein Obama ins weiße Häuschen und dann geht es eh schon ab zu dem Formcheck. So, Obama im weißen Haus eingetroffen und geht ab auf die Waage mit 78,7 Kilo. Fast ein Kilo schwerer als gestern. Dann gab es standardmäßig ein paar Liegeschlitz mit einer seichten Moonwalk-Einlage. Anschließend gab es dann auch den täglichen Schlitzformationsformcheck. Form ist ganz okay, nur etwas verwässert, aber dafür etwas praller. Dann seht ihr hier einen posierenden Schlitz mit 5 Kilo Reis in der Hand. Natürlich wird das Ganze abgewogen, 375 Gramm Trockenmasse. Das Ganze wurde dann natürlich gekocht. Währenddessen habe ich mir einen Reispudding gemacht mit Whey Prime, Hip Reisbrei, etwas Kreatin und hier sind meine täglichen Subs. Mit einem Schluck Wasser und einer unvorteilhaften Kameraperspektive wurde das Ganze ins System gejagt und der Reisbrei wurde anschließend auch verzehrt. Dann hatte ich noch etwas Bock auf Koffein und habe mir in meiner geliebten Mokka-Kanne einen fetten Espresso gemacht. Plötzlich fiel mir ein, dass ich ein massives Paket von meinem Sponsor Prosis im Kofferraum hatte. Das habe ich natürlich raufgebracht, ausgepackt und wie ihr seht, ist da ein Haufen Eikel am Start. Daraufhin wurden direkt 500 ml schlitziges Eikel auf die Pfanne geklatscht und dank dem schlitzigen Antihaftspray klebte das auch nicht auf der Pfanne. Um überschüssiges Wasser aus dem System zu spülen, habe ich mir nebenbei noch einen Brennnesseltee angebraut. Hier habe ich auf der nicht so empfindlichen Waage 5 Gramm Salz abgewogen. Dann habe ich die schlitzige Eiklersusche in Tupperware verteilt und ja, siehe da, so schaut's aus. Was soll ich dazu sagen? Nun ist der Brennnesseltee auch schon fertig. Das Ganze wurde dann in einen Shaker gekippt und schlussendlich kam das Ganze in den Kühlschrank. Hier in voller Pracht zeigen sich die Reis, Eiklar, Sushi, wie auch immer. Und der Schlitz freut sich und gönnt sich das Ganze. Und das schmeckt, oh ja, richtig wild und schlitzig. Anschließend wurden ein paar Steps gesammelt und etwas gearbeitet. Und ja, ich arbeite tatsächlich sehr viel auf meinem Smartphone. Das erlaubt mir, die vielen Schritte zu machen. Ja, ja, es schaut für die meisten von euch nicht wie Arbeit aus, aber rein theoretisch könnte ich mich jetzt zum Laptop hinsetzen und die gleiche Arbeit erledigen und dann würde es eventuell mehr als Arbeit anerkannt werden. Aber so komme ich nicht zu meinen Schritten. Um die ungesättigten Fette nicht zu vernachlässigen, wurde eine Cashew-Packung aufgerissen und natürlich auch verzehrt. Allerdings nur 30 Gramm. Dann wurde auch gleich die nächste Eiklersusche auf den Teller geklatscht und natürlich auch verzehrt. Dann wurden wieder mal ein paar Steps gesammelt und die Arabella und Ariana entdeckten mein schlitziges Eiklar. Als Arabella meine Eltern besuchte, hat meine Mutter ihr eine Bibinka mitgegeben. Das ist eine philippinische Klebereis-Süßspeise. Ist ja im Prinzip nur Klebereis, etwas Zucker und etwas Kokos. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen und habe das Ganze getrackt und verdrückt. Als hätte ich nicht schon genug Reis im System, gab es dann noch die letzten 3 Portionen Eiklar-Sushi. Und das wurde natürlich auf den Teller geklatscht und anschließend am Sofa ganz chillig verzehrt. Um den Abend ganz schlitzig ausklingen zu lassen, gab es dann noch eine Packung Popcorn. Die kam dann in die Mikrowelle rein und nach 4 Minuten wieder raus. Dann wurde der ganze hocherhitzte Mais in die Schüssel geballert und am Sofa verzehrt. Währenddessen wurden weiterhin Kundenanfragen mit einer Nagile beantwortet. So, zu guter Letzt die 500 ml Brennnesseltee, die dürfen natürlich auch nicht vergessen werden. Also, cheers, gute Nacht und haut rein.